Ja, ich darf alle herzlich begrüßen zum Studieninfotag, glaube ich, heute an der BOKU. Ich bin eingeladen worden, ein bisschen was zu erzählen. Ich bin im Bereich Umweltingenieurwissenschaften, heißt es jetzt. Ich habe selber 1984 hier begonnen, die Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Das ist quasi das dazugehörige Masterstudium. Und bin dann in der Siedlungswasserwirtschaft und dort eigentlich im Kanal hängen geblieben. Und habe mir gedacht, ich präsentiere Ihnen ein bisschen was. Also ich rede nicht viel über Studium jetzt einmal, sondern ich gehe ins Thema. Klimawandel ist natürlich ein heißes Thema. Und die Siedlungsentwässerung ist halt eins meiner Themen. Ich versuche da ein bisschen mit der Maus. In der Kurzbeschreibung, ich habe die Kurzbeschreibung genommen, das ist ja quasi das Inhaltsverzeichnis. Ich habe meine Behauptung aufgestellt, normalerweise sollte man die wissenschaftlich belegen, das versuche ich dann auch. Das ist so ein Wesen, dass der Klimawandel führt zu heftigen Starkregen. Ich gebe gleich zu, es ist nicht so einfach, aber ich werde es erklären. Dann geht es um die pluvialen Hochwässer. Ja, es gibt die fluvialen und die pluvialen, das heißt, ich beschäftige mich um die pluvialen. Die Kollegen vom Wasserbau, die sich mit den Flüssen beschäftigen, machen eher die fluvialen. Ich habe mich 20 Jahre mit unterirdischer Infrastruktur, sprich mit Kanalsystemen beschäftigt. Bin jetzt seit 8 Jahren fast nur mit blau-grüner Infrastruktur beschäftigt. Ich werde dann erklären, um was da geht. Auf der einen Seite wollen wir ja die Starkregen möglichst weiter haben, auf der anderen Seite wollen wir dann blau-grüne Infrastruktur, die braucht dann auch Wasser im Sommer, wenn es 3-4 Wochen nicht regnet. Ja. Das heißt, Institut für Siedlungswasserbau, Wasserversorgung ist unser Geschäft da. Und ich habe zwei Fallbeispiele für die Wiener, würde ich sagen, aber ja, wo jeder mal vorbeikommt, wenn man dann an der BOKU studiert, Überflutung in Wien und ein Beispiel aus dem Billachtal, südliches Niederösterreich, ja, was um Hangwasser geht und als Abschluss dann, was haben die BOKU-Studien mit diesem ganzen Thema zu tun. Ja, Definition Starkregen, man kann sich merken, alles, was nicht ein normaler Regen ist. Ja. Da gibt es dann Begriffsdefinitionen, wir reden immer von Intensitäten, das heißt und Dauer. Sie hören vielleicht jetzt in die Nachrichten oft, okay, es hat 40 Liter Quadratmeter geregnet, zum Beispiel, ne, hört man oft. Und ich denke mir oft, ja, aber in welcher Zeit? Auf das kommt es eigentlich drauf an, weil 40 Liter in einem halben Jahr ist überhaupt nichts, ja, in 5 Minuten ist wahnsinnig viel. Das heißt, das ist immer ganz wichtig und dann haben wir über die letzten 100 Jahre Aufzeichnungen, naja, was sind normale Regen, die jährlich auftreten und welche Regen kommen vielleicht noch alle 5, 20 oder 100 Jahre? Ja? Das macht natürlich den Unterschied und ein großer Unterschied für uns noch im Siedlungsbereich ist dann, naja, kriegen wir den Starkregen irgendwie weiter oder gibt es Überflutung und damit auch einen Schaden. Den Schaden wollen wir natürlich vermeiden, das ist die Geschichte. Die zweite Begriffsdefinition, fluvial, hängt mit den Flüssen zusammen, kann man es wohl merken, ich habe 6 Jahre Latein noch gehabt in der Schule. Da tut man es ein bisschen leichter und das Pluvial vom Regen hängt zusammen. Die genaue Grenze kann man eigentlich gar nicht sagen. Ja, das ist eigentlich dann auch ein Punkt, auf den ich dann eingehe, wie kommen wir drauf? War es eigentlich vom Hochwasser, vom Gewässer her, hat man vom Gewässer her irgendwie Auswirkungen gehabt und Schaden? Oder ist die Ursache eher vom Hangwasser oder innerhalb der Siedlung? Ja, damit man auch Lösungen sozusagen präsentieren kann und dagegen arbeiten kann. Damit wir jetzt in der Theorie bleiben, und damit Sie auch ein bisschen einen Eindruck bekommen, mit was sich unsere Bachelorstudentinnen so beschäftigen. Eine Kollegin, Diana Tichacek, hat sich mit einer Sturzflut in Simbach beschäftigt im Jahr 2016. Ist zwar jetzt in Österreich, aber wir sind international natürlich. Und da sieht man, das war so ein richtiges fluviales Hochwasser von einem Bach, der mitten durch Simbach durchgegangen ist. Ich weiß nicht mehr, welches Ereignis es war, aber es war ein ziemlich gewaltiges. Die Jährlichkeit, auf die kommen wir dann eh noch. Ja, und dann sieht man halt solche Fotos, auf der einen Seite Luftfotos, ganze Siedlungen total unter Wasser, ja, und dann so ein bisschen die Eindrücke. Hat jeder von Ihnen sicher schon mal gesehen, das waren damals 184 mm in 2 Tagen. Ja. Also ist eigentlich ein Wahnsinn, ja, und die Kollegin Tichacek und ihre Bachelorarbeit, die macht man so im dritten Jahr meistens, am Ende vom Bachelorstudium, beschäftigt, hat Interviews vor Ort geführt, was waren die Ursachen, wie reagiert jetzt auch die Stadt Simbach darauf? War eines der negativen Highlights, glaube ich, in der bayerischen Hochwassergeschichte. Anderes Hochwasser, quasi jetzt, das sicher pluvial ist. Ja, das ist ein Foto von einer Straßenbahn, der 46er, die quert den Gürtel, die U6, bei der Thalierstraße, Lerchenviertelstraße.
Und da hat es auch ziemlich kräftig geregnet, nämlich 55 mm in einer Stunde. Ja. Laut der Statistik würden wir mit so einem Regen ein 20-jähriges Ereignis bemessen. Und der Anspruch von uns Kanalmenschen ist, ja, dass das Wasser circa bis zum 5-jährigen Regenereignis unterirdisch bleibt und danach darf es heraustreten. Soll aber keinen Schaden erzeugen. Ich habe jetzt die YouTube-Links, Sie kriegen, glaube ich, das dann hochgeladen auch. Sie können sich die YouTube-Videos anschauen. Das linke hat nämlich der Sänger von der ehemaligen Band Ruskaya gemacht. Ja, jetzt nennt er sich nicht mehr so, der Gregory Macarazzeria. Und der hat einmal bei Willkommen in Österreich einen sensationellen Einleitungssatz gemacht. Willkommen in Österreich, kennen Sie? Ja, und da, bevor Sterben und Christmann immer vorstellt, sagt er immer einen Spruch. Und während der Pandemie hat er mal einen Spruch lassen, hier ist richtig toll für mich, als Kanalmensch, es gibt eines, das uns alle miteinander verbindet, die Kanalisation. Ja, mal darüber nachdenken. Und nur, ja, ich habe mir das ein anderes Video runtergeladen, sollte eigentlich jetzt da laufen. Sieht man jetzt, da sitzt einer in einem Restaurant in der Lerchenfelder Straße und filmt. Ja, filmt dieses Ereignis und man sieht da, das Wasser rennt da über die Straßen runter. Das ist Mischwasser, das heißt, da ist Schmutzwasser und Regenwasser aus dem Kanal, rennt da raus, ja, kommt aus dem Kanaldeckel raus und rennt dann über die Straßen ab. Das darf auch sein bei einem 20-jährigen Ereignis, das heißt, Wien-Kanal ist nicht schuld. Es sollte dann aber hier nichts irgendwo in den Keller reinrennen, in die Garagen. Im 7. Bezirk kann man doch Einwohner, die ein bisschen Geld haben. Ja. Tatsache war, dass die Garagen, Tiefgaragen, wo die ganzen Autos, Porsche und SUVs gestanden sind und geparkt haben, die sind dann teilweise ja, mit den Reifen oben in der Garage geschwommen. Das heißt, das war dann doch ein heftiger Schaden, weil man sozusagen das irgendwie in der Planung als Architekt und sonst nicht berücksichtigt. Sieht man in dem Video auch noch, ich stoppe das hier, wie dann Menschen runterschwimmen und lachend eine Gaudi haben, wenn die wissen, dass das Mischwasser mit also Schmutzwasser mit Regenwasser gemischt ist, dass das nicht ganz hygienisch ist, dann hätten sie vielleicht nicht so gelacht. Aber nehmen Sie die Botschaft mit, solche Videos sind für uns ganz, ganz wichtig. Ja? Nämlich, wir wollen ja hinten auch wissen, okay, wo war die Ursache? Wir haben dann Regendaten von diesen Ereignissen, wir können dann schauen, okay, wo hat es eigentlich geregnet, wie viel. Wir haben das Kanalnetz und wir machen dann Modelle. Und mit solchen Videos und Fotos, die Sie machen, unbedingt mit Zeitstempel und GPS, ja, und laden Sie es hoch in die sozialen Medien. Weil wir Wissenschaftler haben dann unsere Hashtag, Hashtag Überflutung war super, Hashtag Kanal und Mischwasser. Dann findet man das automatisiert in sozialen Medien, laden uns die Dateien runter, schauen dann mit Auswertungen der Geodäsie und Vermessung, wo war genau das Foto, welche Blickrichtung, wie hoch war das Wasser und passt das mit unseren Modellen zusammen. Ja? Also bitte, bitte Fotos machen, wenn es irgendwo Wasser rauskommt, wenn es irgendwie gescheit duscht, Hagel. Ja, wir können alle Fotos, alle Videos brauchen, weil sie sind dann die günstigsten Monitoring-Instrumente, die wir haben. Ja, weil das kostet uns alles nichts und das war super. Bitte nutzt eure Handys wenigstens sinnvoll für die Wissenschaft. Ja. Sind solche Ereignisse jetzt verstärkt mit Klimawandel passiert? Ich habe eine Messstelle rausgenommen, um meine Behauptung aus der Ankündigung zu beweisen. Ja, es gibt einen statistischen Trend, da sieht man ein Einzugsgebiet Pöller als in der Steiermark. Ja, das ist sehr gut gemonitort und da sieht man diese Trendlinie, die Anzahl der Starkregenereignisse nach Definition wird immer ein bisschen mehr. Jawohl, ich habe recht, sonst gibt es nicht so viele Stationen, wo ich das beweisen kann, aber ja, so sind wir Wissenschaftler, wenn wir was behaupten, zumindest eine Quelle. Ansonsten sind wir uns nicht ganz sicher, ja? Aber ich habe noch einen anderen Beweis. Bis vor ein paar Jahren haben wir immer gesagt, okay, das war jetzt ein 20-jähriger, 100-jähriger Regen. Und mein Schwager hat in Scherding am Inn das Pech gehabt, dass er innerhalb von 10 Jahren 200-jährliche Ereignisse mitgekriegt hat. Fluviales Hochwasser, kann ich nichts dafür, ich bin fürs Fluviale zuständig. Ja? Das heißt, wir haben ein Kommunikationsproblem mit den Bürgern, ja, dass wir ihnen in den letzten 20, 30 Jahren erklären müssen, dass es innerhalb von 10 Jahren mehrere hundertjährige Hochwasser gibt. Ja, weil wir die Statistik natürlich müssen wir jetzt anpassen ständig, weil das ist immer empirische Auswertung, statistische. Deutsche Kollegen haben gesagt, okay, lassen wir das mit 100-jährigen, da kommen wir nicht weiter. Wir machen sowas wie bei der Erdbebenskala von 1 bis 12. Ja, und nur zur Einordnung da unten. Den Regen, den wir jetzt in Wien gesehen haben, mit 20-Jährigen, der wäre jetzt nur ein 4er intensiver Starkregen. Und da gibt es ja die schönen Bilder oben, was heißt der intensive Starkregen? Naja, es ist an der Oberfläche Wasser, wie wir gesehen haben, ja. Und wenn man nicht aufpasst, ist im Keller auch viel Wasser.
Na, passt genau dazu. Kann passieren, das heißt, wir brauchen ein bisschen Objektschutz, aber an der Oberfläche sind wir eigentlich ganz super. Und dann sind wir Beispiel 4, ja, da geht es bis 12. Und man sieht dann zum Beispiel, dass die 100-jährigen Ereignisse ja, sind schon bei zwischen 6 und 7. Ja, und es hat in Deutschland letztes Jahr auch ein 9er, 10er oder 11er gegeben. Das heißt, da können wir mit den Ehrlichkeiten überhaupt nicht mehr weiter, aber die Ereignisse werden immer mehr. Und dann stehen nämlich auch Erdgeschosse vollkommen unter Wasser und wenn man dann die Leute nicht schnell genug evakuiert, gibt es Tote wie im Ahrtal. Ich glaube, jetzt das Jahr im Juli war das, oder ist schon wieder 2 her. Das heißt, das ist auch für mich ein Beweis, ja. Wir brauchen andere Kommunikation, wir brauchen andere Erklärungen, ja, für unsere Bürger, ja, die wir schützen wollen. Ja. Und das ist schon ein bisschen mit dem Klimawandel auch gekommen natürlich, weil rein physikalisch zwischen 20 und 30 Grad Lufttemperatur ja, hat man ca. 76% mehr Luftfeuchtigkeit, die man aufnehmen kann. Ja. Darum reden wir mal 1 Grad mehr, ca. im Bereich 20 bis 30, 8% mehr Wasserdampf, 8% mehr Wasserdampf, 8% mehr Regen. Das heißt, wenn es einfach wärmer wird, ist mehr Wasserdampf in der Luft. Ja, und wenn dann die Wolken nicht mehr schnell ziehen, sondern irgendwo stabile Wetterlage bleiben, dann regnet es alles auf einmal ab und dann hat man 180 mm in 2 Tagen. Und das ist eine Katastrophe. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt die Kanäle ausbauen, wir müssen Verkehrs- und Freiflächen aufpassen und dann müssen wir noch Objektschutz machen. Ja. Und wir plädieren natürlich dafür, dass wir dann müssen wir auch noch Sicherheitseinrichtungen machen. Das ist ein Foto aus Christkirchen. Ja. Passt eh, ich habe Oberösterreich erwartet natürlich. Und da sieht man auch, ja, das Auto steht nur bis daher im Wasser. Es gibt auch Unterführungen, wo es nur ein bisschen tiefer ist. Da gibt es dann so Schilder, leider nur in deutscher Sprache in Österreich, Achtung, Einfahrt bei Starkregen verboten. Weil die Pumpen, die Unterführung auspumpt, ja, gar nicht stark genug ist. Und wenn man da wirklich mit dem Auto zweit reinfährt, dann ist es aus. Ja, dann kann man hoffen, dass an die Feuerwehr. Das heißt, es ist wirklich lebensgefährlich. Das heißt, und wir können bei den Unterführungen gar nicht so starke Pumpwerke machen. Ja, denn wir können nicht überall irrsinnig riesige Pumpen einbauen, so wie Wienkanal. Wienkanal hat die größten Mischwasserentlastungspumpen in Österreich. Die Pumpenschaufeln sind so 6-7 Meter. Ja, steht auf der Donauinsel Nord. Da hängen auch Donaustadt und Floridsdorf dran mit dem ganzen Kanalsystem. Ja, und das wird dann mit diesen riesigen Pumpen in die Donau rauspumpt, damit wir nämlich in der alten Donau Badewasserqualität haben, damit der ganze Regen von Donaustadt und Floridsdorf. Das heißt, das ist unser Thema. Ja, und da müssen wir, ja, da war so ein Unwetter im Juli 2017. Was war die Ursache? Ich kann es nicht sagen. Ja, ob das sozusagen, wahrscheinlich war es eher ein pluviales Ereignis. Im Endeffekt, ob es pluvial oder fluvial ist, heißt halt nur, wer kümmert sich vorwiegend drum. Ja, der, der mit dem Auto drinsteht, dann ist völlig egal, ob das fluvial oder pluvial war. Ne? Macht's was dagegen bitte, das war schon gut. Und gefährlich ist es. Das heißt, wir schauen uns dann auch, und das haben wir gemacht im Pilachtal, in einem ganzen Tal, an, was könnte die Ursache sein. Ja, den Regen, da können wir nicht viel dagegen dran. Ja, da müssen wir im globalen Maßstab gegen den Klimawandel natürlich kämpfen, muss man auch versuchen. Das heißt, wir sind eher in der Anpassung. Die Siedlungsentwässerung ist klar, was kommt vom Gelände, aber wie ist die Flächennutzung? Jeder, der irgendwo in Niederösterreich, in Oberösterreich wohnt, weiß, dass Maisanbau natürlich ein gutes Geschäft ist und die Bauern müssen auch was anbauen, damit sie überhaupt überleben können. Ich glaube, reich wird heute eh keiner mehr. Nur man kann natürlich die Flächen so anbauen, dass der Mais nicht unbedingt in der Falllinie, wenn der starke Regen kommt, rennt die ganze Soße davon. Ja? Im Bielachtal haben wir gemerkt, dass die Bauern wollen Maßnahmen auch in der Bodenfruchtbarkeit und in der Bodennutzung, dass ja noch nicht die ganze fruchtbare Erde davon schwemmt beim starken Regen. Das heißt, da gibt es auch sehr viel Forschung und natürlich die Raumplanung. Ja? Wir sind ja Versiegelungsweltmeister in Österreich. Ja? Also wie viele Fußballfelder jeden Tag. Und alles, was wir versiegeln, ja, rennt natürlich ab. Und dann heißt es, okay, in der Stadt alles versiegelt, dann braucht man sozusagen große Kanäle, damit das alles wegrennt. Ja? Nur so schaut es ungefähr im 8. Bezirk in Wien aus. Und wenn man da mal reinschaut, ja, da gibt es schon so viele Leitungen und Infrastruktur in größeren Kanälen. Außerdem sind die Kanäle schon überbaut in Österreich. Wir haben 97% unserer, 94% unserer Grundstücke an einen Kanal angeschlossen. Das heißt, die Kanäle sind schon alle gebaut. Und jetzt das Ausreißen und größere Kanäle einbauen, das können sich nicht mal wir als sechstreichstes Land der Welt leisten. Das heißt, wir können noch bewirtschaften. Die Stadt Wien hat eine super Kanalnetzbewirtschaftung mit Verteilungsmustern. Ich verrate Ihnen, man kann so 2-3 mm Niederschlag kann man managen.
2-3 mm. Ja. Welche Ehrlichkeiten das sind, lasse ich offen. Das heißt, wir brauchen niemandgesteuerten Kanalnetz, da können wir nur zentral ein bisschen was machen. Brauchen wir sogenannte semizentrale Anlagen, dass man dezentral einzelne Siedlungen vielleicht an Regenwasserkanal zusammenführt und versickert. Oder nur besser, natürlich gleich eine Versickerung über die belebte Bodenzone überall, was irgendwie geht, gar nicht versiegeln. Ja. Aber was heißt das? Das klingt so toll, ne? Nur versiegelt es nicht. Aber ein Parkplatz asphaltieren, ein normales Dach auf ein Haus, ja, das haben wir schon immer gemacht. Und alles, was nicht versiegelt ist, da rennt das Wasser nicht weg, ne? Da wird es dreckig. Und also da müssen wir noch viel machen. Und je weiter wir sozusagen flexibler und kleinräumiger werden, desto mehr müssen wir mit den Häuselbauern reden auch. Ja, letztendlich. Das heißt, jeder kann was tun in der Geschichte, dass man nicht versiegelt und den Oberflächenabfluss weg, ja, hängt damit der Trinkwasserversorgung zusammen. In den letzten 2 Wochen ist mein Kollege Neuteufel vom Institut, glaube ich, 6 Mal interviewt worden, in allen möglichen Fernsehsendungen auch, weil wir auch von der Wasserversorgung her die Studien machen, wie schaut es mit dem Grundwasser aus. Wir erwarten heuer ein ziemlich dramatisches Jahr, Grundwasserpegel sind so tief wie überhaupt noch nie. Ja, wieso? Ja, weil wir die letzten Jahrzehnte alles versiegelt haben und das Wasser möglichst schnell in Kanal, im Bach, in die Donau, ins Schwarze Meer. Von dort kommt es aber nicht mehr so viel zurück. Ja? Das heißt, wir müssen es vor Ort halten. Das heißt, wenn wir unseren Grundwasser nicht dotieren mit Niederschlag, der versickern kann, dann geht uns irgendwann das Grundwasser ausgehen. Darum, nicht versiegeln ist nicht nur, weil wir vom Kanal nicht mehr schmeißen kommen, auf Deutsch, dass wir die Kanäle jetzt klar sind, sondern nein, wir wollen Grundwasser dotieren. Das ist der Punkt. Ja? Dort müssen wir hin. Schaut auch schön aus. Ja? Nicht so eine Stadt, sondern so eine Stadt. Schaut super aus, wollen wir sicher alle erreichen. Ja? Nur was heißt das? Das heißt, wir müssen solche Anlagen irgendwo hinbauen. Die brauchen Platz. Ja, die brauchen vielleicht vermehrte Kosten. Wer zahlt das da? Ja? Das heißt, das muss man thematisieren. Das muss man insgesamt diskutieren. Ja? Und da habe ich da gar nicht die Qualität angesprochen. Mit Reifenabrieb, die ganze Qualität habe ich jetzt außen vor lassen. Weil da, ja, da wird es sonst von der Zeit her ein bisschen schwierig. Nur das sind ja zum Beispiel Fotos aus einem Report, wo wir sind 2040 in Portland zum Beispiel, haben sehr viel gemacht. Das ist eine Übersicht aus Deutschland. Diese ganzen, wo kann man zugreifen? Das heißt, wir wissen, dass wir bei der Kanaleinzugsgebietsebene natürlich unsere Hausaufgaben erledigen müssen. Ja, aber irgendwo stehen wir an, da können wir ein paar Millimeter managen. Dann müssen wir schauen auf der Quartiersebene, wenn neue Gebiete gebaut werden, zum Beispiel Seestadt Aspern ist immer so ein Schwammstadt-Vorzeigeprojekt. Ja, wenn ich irgendwo was neu baue, dann kann ich natürlich gleich von vornherein die ganze Siedlung so gestalten und jeder, der dort dann hinzieht und es wird attraktiv. Ja, aber bis eine sozusagen in das Gebäude oder am Gebäude. Und das sind natürlich Mehrkosten, so eine grüne Fassade, ein grünes Dach. Wieso hat man nicht schon immer nur grüne Dächer gebaut? Naja, weil Wasser und Haus und Bauwerk, das wollen wir lieber voneinander halten. Ne? Das heißt, das Dach ist ja dazu da, den Regen wegzuleiten und nicht zu behalten normalerweise. Das heißt, wir müssen total umdenken, alle Architekten, dass man jetzt ein Gründach macht, dass man das Wasser vor Ort hält, retentiert. Das Gründach natürlich auch fürs Mikroklima viel kühler ist als ein heißes Dach. Nur, es gibt aber schon 20 Jahre Normen, deutsche Normen für solche Gründächer. Ja? Nebenbei die Folien hat man dann, damit der Durchwurzelungsschutz passt. Was macht man da? Die imprägniert man mit Pestizide. Die Pestizide werden durch den Regen wieder ausgeschämt und wir haben sie in Gewässer gefunden und jetzt diskutieren wir die Pestizide aus den Gründächern. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass man nicht mit einer scheinbar neuen Technologie alle Probleme löst. Manchmal holt man sich neue Probleme ein. Aktuelle Diskussion, Elektromobilität, löst das alle Mobilitätsprobleme? Nein, wir schaffen uns neue. Ne? Also, und da sage ich mal als Ingenieur, das ist ja der Fehler von vielen Ingenieuren und auch vielleicht in unserer Ausbildung. Wir glauben immer als Ingenieure, wir lösen die Probleme der Welt. Nein, wir arbeiten im Auftrag der Gesellschaft, ja, und viel zu sehr machen wir nur Symptombehandlung. Ja, wie gesagt, da gibt es sehr viel. Letztendlich glaube ich, dass das mehr Lebensqualität bringt, ja, aber nicht nur in der Stadt, auch am Land kann man was machen. Ja. Eine Garage vielleicht noch mit einem Gründach vor Ort das Ganze versickern. Wenn es verschmutzt ist, gibt es dann einen Filter, der das Ganze reinigen. Ja. Und einfach auch vor Ort das Grundwasser dotieren. Es gibt Gegenden in Österreich, Dulnerfeld, wo sehr hoher Grundwasserspiegel ist. Das heißt, dort ist natürlich nicht gescheit, wenn ich unbedingt ein Grundwasser dotiere. Aber wenn man die letzten 7 Jahre anschaut, glaube ich,
Wären sehr viele froh, auch viele Wasserwerke und Gemeinden, wenn sie in letzter Zeit vielleicht ein bisschen mehr den Regen vor Ort behalten hätten und nicht nur weggeleitet hätten. Ich habe bis um halber prinzipiell, ne? Weil der Wolfgang schon da ist. Macht mich nervös. Ja, gehen wir wieder zurück zu unserem Beispiel in der Lerchenfelder Straße. Dort hat dann die Wien-Kanal, die haben ein super Kanalnetz, ne? Hat sich dieses Ereignis natürlich angeschaut, hat aufgrund der Videos auch ihr Kanalnetzmodell kalibrieren können, ne? Und haben dann akkordiert quasi dieses Regenereignis ausgewertet. Ich habe mir das dann so rausgesagt, das war doch letztendlich so nach einer, die erste halbe Stunde war gar nicht so tragisch, ja, da war nur ein bis dreijährlich, dann war es ein 20-jähriger Regen. In Summe hat es dann 70 mm über drei Stunden geregnet. Und das Einzugsgebiet geht von der Jubiläumswarte da oben quasi in die Stadt rein. Das heißt, Wien ist so angelegt, dass so mit diesen Terrassen, dass da ein relativ starkes Gefälle ist. Und weil es da im Einzugsgebiet oben relativ stark geregnet hat, als bei dem gelben Punkt dort, ja, da ist das Video aufgenommen worden, da ist dann auf der Straße gerungen. Und die Idee war dann mit einer Masterarbeit, die macht man dann bei uns im Masterstudium als Abschlussarbeit, ja, haben wir einen Studenten gefunden. Den Titel lese ich nicht vor von Herrn Rotteneder 2016. Und haben gesagt, okay, was hätte man da jetzt machen können, dass das nicht passiert? Ja? Lösungsansätze. Ja, und da habe ich gesagt, es gibt vier Szenarien, auf drei gehe ich ein. Ja? Und habe gesagt, okay, hätte es uns geholfen, wenn man da Dachbegrünung gehabt hätte? Ja, Gründächer. Erstes Szenario. Wie viele dachbegrünte Dächer hätte man braucht, damit das Wasser nicht rauskommt? Das waren 3500 Kubikmeter, wenn ich es jetzt im Kopf habe, irgendwo steht es, glaube ich, um das gegangen ist. 3500 Kubikmeter Wasser. Da füllen sie ein paar Garagen. Ja. Wir haben dann untersucht, okay, gibt es da irgendwelche Parkanlagen oder Grünflächen, wo man dieses Wasser umleiten hätte können, damit man es dort in den Park einleitet und dann versickern lässt. Natürlich muss man den Park dann in dem Augenblick irgendwie freikriegen, Spielplätze freikriegen, das ist ein heißes Thema. Aber in Hamburg gibt es zum Beispiel einen Basketballplatz, der in so einem Regenwetterfall auf 2-3 Meter eingestaut wird. Und das geht nicht so schnell, also wenn da wirklich wer Basketball spielt und es regnet, ja, und dann kommt das Wasser aus den Deckeln raus am Basketballplatz, dann kann man das Gebiet verlassen. Das heißt, das sind jetzt Maßnahmen. Ja, das geht sich häufig aus. Und das Dritte war dann, dass wir so ein Projekt gemacht haben, schon 2016 begonnen, dass man die Stadtbäume, die überall in der Stadt stehen, auch als Versickerungsanlagen für so Straßenabwasser verwendet. Und dann haben wir geschaut, wie viele Bäume gibt es da in diesem Untersuchungsgebiet, wie viele Baumscheiben. Jetzt haben wir darauf gekommen, da gibt es einen ganzen Haufen. Ja. Und wie viel davon braucht man? Das Ergebnis war dann, ja, dann noch so, dass auch in der Stadt Gründächer gehen, ist vom Bundesverband Gebäudegrün. In Wien gibt es auch ganz tolle, habe ich jetzt auf die Schnelle kein Foto gefunden. Das Ergebnis war dann, selbst wenn man alle Dächer mit Gründächer, mit extensive vollgepflanzt hätte, wir hätten 40% mehr gebraucht. Das heißt, die Gründächer sind von der Retention her, es ist sehr viel anderes. Abflusswirksame Oberflächen in der Stadt. Ja? Aber natürlich, Gründächer prinzipiell helfen schon mal. Muldenversickerung bei den Parks, wir hätten nur 7% von den Grünflächen oder Parks gebraucht, um diese 2500 Kubikmeter, oder wie viel es waren, dort sozusagen zu speichern und dann zu versickern. Müssen wir noch mit dem Stadtgartenamt reden, was die dazu sagen, weil das ist Mischwasser. Ne? Wenn man da einen Kinderspielplatz einwassert in der Zeit, sollte man nachher wieder hygienisch sauber kriegen. Das heißt, da gibt es ein paar Dinge, die man noch besprechen muss. Ja, das, was mich erstaunt hat, wir hätten nur 40% der Baumscheiben gebraucht. Ja? Das heißt, wenn man jede zweite Baumscheibe, das Straßenabwasser nicht in den Kanal, sondern in den Baum rein, dann hätten wir es quasi geschafft, rein jetzt sozusagen, ohne dass man die Dynamik zu viel beachtet, aber es ist nicht unmöglich, ja, dass man selbst ein 20-jährliches Ereignis so umleitet, dass kein Schaden, und ich glaube, die Porsche-Besitzer im 7. Bezirk wären froh gewesen, wann das schon früher passiert wäre. Ja? Wieso ist das früher nicht passiert? Naja, weil halt irgendwie die Ansprüche auch andere wären und weil man halt so eine Infrastruktur umbauen müssen. Das heißt, diese Baumscheiben sind dieser Foto Stockholm, das Stockholm-System, bei uns heißt es ja Schwammstadt, sind eine ganz tolle Geschichte, dass man hier sozusagen Wasser vor Ort versickert. Ja. In der Stadt muss man halt aufpassen, wenn da Gebäude sind, dass man hier nicht sozusagen auch die Keller über die Versickerung einwässert.
und diese Substrate. Foto von unserer Pilotanlage Atemsgasse im 22. Bezirk. Ja, es schaut nicht so toll aus. Ne? Jetzt, wenn ich selber die Fotos sehe, ja, ist ja der Baum wieder ein bisschen Schoder. Ne? Naja, oft ist das nicht so spektakulär, aber darunter ist ein Substrat, 80 cm, das reinigt auch die ganzen Schmutzstoffe. Haben wir bewiesen, haben wir vorn gemessen, haben wir unten gemessen, irrsinnig viel Aufwand drin, 4 Jahre lang haben bewiesen, dass dieses Substrat auch diese ganzen Schmutzstoffe von der Straße zurückhält, bis auf das Chlorid vom Winterdienst. Das geht überall durch und das haben wir dann im Grundwasser und das ist in Wien ein Problem. Das heißt, da sind wir jetzt gerade dabei, andere Lösungen zu entwickeln bzw. schon zu thematisieren, sagen wir so. Ja, und jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Wer kennt diese Grafik? Was ist das? Also ich glaube, das ist jetzt bei Österreich quasi der Median von Jahren, um wie viel das über der Durchschnittstemperatur vom langjährigen Mittelwert liegt. Genau, sehr gut. Ich habe meinen Scientist for Future Sticker heute nicht oben, weil der ist so riesig. Aber das Logo haben wir auch. Und das ist quasi die Durchschnittstemperatur in Österreich von 1901 bis 2018. Aber nicht absolut. Ja, man kann es absolut sagen. Eigentlich soll es die Abweichung vom langjährigen Mittel zeigen. Und da sieht man dann, das ist bis 2018, dass da hinten die letzten 10, 20 Jahre irrsinnig rot wird. Ja? Das heißt, wir haben die Starkregen immer kondensierter übers Jahr. Die Klimawandelprognosen sind so, dass der Jahresniederschlag in Österreich sich gar nicht so viel ändert. Das Problem ist aber, wenn theoretisch jetzt der mittlere Jahresniederschlag von 1100 mm in Österreich nur einen Tag runterkommen würde, ja, dann ist das quasi alles weg. Mumbai, habe ich in meinem Vortrag gehört, 2006 von einem indischen Kollegen, die haben teilweise Monsuntage mit 800, 900 mm am Tag. Dort ist das so, ja. Das kann man nicht speichern, da will man nur, dass das weg ist, ja. Wenn das alles weg ist, haben wir wegen Wasser, Grundwasser, ja. Dann Titel der Standard, meine Lieblingstageszeitung vor der Jahrhunderthitze, die machen sich auch ein bisschen lustig mit diesen 100-Jährigen, weil die Jahrhunderthitzen jetzt schon alle 2 Jahre stattfinden, haben wir diskutiert. Das andere, die Bäume verdursten, hat es einen Murz Aufregung gegeben, weil sehr viele Jungbäume im 122. Bezirk verdurstet sind, weil sich niemand zuständig gefühlt hat. Das Baumsystem, das wir haben, entwickelt haben, das Substrat, das hält bis zu 3 Wochen Hitze aus, ja, aber dann ist auch das Wasser mal weg. Das heißt, wir müssen mit 4, 5 Wochen Hitze rechnen. Das heißt, wir werden zusätzlich Wasser brauchen, um unsere Rasen- und Grünflächen zu bewässern. Und die Kollegin Brenner von mir am Institut, gemeinsam mit Kollegen Kretschmann und Bucher, haben ein Forschungsprojekt mitgemacht, Liebe Klima heißt es, ist um Quartiersentwicklung gegangen und dann hat man sich angeschaut, wie dieses Quartier, so mehrere Baublöcke mehr oder weniger, wie könnte man das jetzt vom Wasserhaushalt für die Zukunft so designen, ja, dass der Wasserbedarf über das Jahr monatsweise gedeckt werden kann. Und da sieht man, bei Weitem das meiste ist hier die Grünfläche unten, der Rasen, ja, der braucht einfach irrsinnig viel Wasser. Die Bäume und das Gründach, die brauchen gar nicht so viel und die Fassadenbegrünung ist auch ein relativ kleiner Teil. Wo kriegen wir das Wasser her? Sie haben es dann angeschaut mit der normalen Niederschlagsverteilung in den Monaten in Wien. Das, was vom Dachabfluss jetzt kommen könnte, das blaue da, das kleine. Das geht sich in Märzen aus für die Begrünung. Ab April haben wir schon zu wenig Niederschlag, nur für die Begrünung. Ja. Und dann haben wir noch gesagt, okay, wie kann man dann, wenn das Wasser wenig wird, eventuell auch noch die WC-Spülung bedienen? Da sieht man, dass die WC-Spülung von diesem Quartier ein Mehrfaches ist von dem, was man an Bewässerung braucht. Und der Schmäh ist jetzt dann, dieses Graue, ja, das ist der Ertrag von Grauwasser. Wer weiß, was Grauwasser ist? Na? Das Grau- ist in einem Kanal kennt, oder? Nein. Genau, super. Also Wasser, das nicht Fäkalien belastet ist, alles außer Klowasser. Also der Schmäh ist gesammelt mit einer eigenen Leitung in diesem Quartier. Das hätten wir den Architekten gesagt. Die Antwort war, da müssen wir eine zweite Leitung einlegen. Wenn es die nicht gleich braucht, dann ist das teuer und das machen wir nicht. Ja, müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Ja, hängt mit Normen zusammen, Versorgungs- und Entsorgungsgeschichte ist nicht kompliziert. Aber wenn man das Grauwasser nutzen würde, könnte man die Klospülung und die ganze Bewässerung von allen erledigen. Ja? Und das ist natürlich ein Thema. Die Stadt Wien sagt jetzt, die Wiener Wasserwerke, wir haben 400.000 Kubikmeter am Tag, das schaffen wir locker. Ich behaupte, naja, in Wien ist natürlich super, aber überall, wo jetzt die Grundwasserstände schon so tief sind, ja,
Dass ich dann die Leute sage, mit Trinkwasser bewässern wir jetzt die ganzen Grünflächen und alles, ja, ist ein heißes Thema. Ist gerade aktuell rausgekommen und ja, wird gerade heiß diskutiert, weil wir in Österreich die letzten 20 Jahre, 30 Jahre gesagt haben, Grauwasser brauchen wir nicht. Grauwassernutzung brauchen wir nicht. Ja, wir haben genug Wasser. Man wird gescheiter und man kann neu diskutieren. Ja, von der Zeit her geht es sich noch aus. Nur mal kurz aus der Stadt hinaus. Wie schaut es am Land aus, im Bilachtal? Wie gesagt, da haben wir dann auch Studien gemacht, auch mit einigen studentischen MitarbeiterInnen, die Bachelorarbeiten und so gemacht haben. Wir haben in Ingenieurbüros arbeiten wir. Ich sage immer, ich will als Universität kein Ingenieurbüro irgendeinen Job wegnehmen. Und der Wasserverband im Bilachtal war unser Auftraggeber. Dann haben wir sich angeschaut, was sind die Einflussfaktoren, was kann man machen. Wir haben Modellierungen gemacht. Ja. Ich habe am meisten Angst gehabt vor den Landwirten, dass die sagen, lasst uns in Ruhe. Im Gegenteil, die Bezirksbauernkammer war irrsinnig begeistert von diesem Projekt. Wir haben dann zum Beispiel für Rabenstein detaillierte Modellierungen gemacht, wo wir dann gesagt haben, okay, wo staut sich dann Wasser an? Was könnte man dann im Einzelgebiet machen? Das heißt, man kann heutzutage alles schon mit Modellen nachrechnen, wo kommt das Wasser her? Und im flacheren Teil vom Bilachtal hat dann das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, war auch ein Partner, Maßnahmen, die man eigentlich schon kennt, ja, dass man halt nicht pflügt, sondern zum Beispiel mit Mulch, Mulchung macht, mit Direktsaat oder mit Pflugverfahren, dass man hier sozusagen gerade im Maisanbau vielleicht ein bisschen oberflächenwasserabflussschonendere Methoden verwendet und das Gleiche ist dann, dass das gegen Bodenerosion hilft, dass das für den näheren Schadstoffrückhalt hilft und dass die Kosten gering sind. Ja. Die Nachteile sind, tendenziell erhöhter Pflanzenschutzmittelbedarf, dieses Glyphosat, wo alle sagen, weg mit dem Glyphosat, um Gottes Willen, das braucht man dann wieder ein bisschen mehr. Das heißt, da müssen wir immer ein Trade-off machen. Ja. Das heißt, wir können nie mit einer Maßnahme, die hat immer Vor- und Nachteile und das muss man dann natürlich integriert diskutieren. Das Schöne ist, die Ergebnisse unserer Forschungsprojekte wandern dann in Leitfäden der Landesregierungen, hier der Regenwasserplan in Österreich. Das ist der Leitfaden, der genau dieses Thema sozusagen jetzt in die Praxis bringt. Für Kommunen, für die Planer, was können wir machen, um diese ganze fluviale, also eher pluviale Hochwassergeschichten zu verbessern. Wir forschen natürlich weiter. Ich hoffe, dass ich Sie im fünften Semester in meiner Vorlesung und dann im Masterstudium in unseren Vertiefungsvorlesungen sehe. Das ist der aktueller Stand unserer ganzen Forschungsprojekte in diesem Bereich. Das ist nur die Forschungsprojekte bei mir am Institut, die sich nur mit diesem urbanen Wassermanagement beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit vielen anderen Dingen auch. Derzeit, glaube ich, Quartalscontrolling 60 laufende Forschungsprojekte, aktuelle. Ja. Und ein Forschungsprojekt, als vorletzte Folie, was immer wichtiger wird für mich, auch wenn Sie sich für ein Studium entscheiden, ja, es wird immer wichtiger, nicht mit Scheuerklappen zu studieren, sondern mal zu schauen. Wir haben in einer Fallstudie Gleisdorf versucht, hier den Platz, den wir brauchen für unsere grüne Infrastruktur, den eh alle haben wollen, ja, aber was heißt das? Ja? Jetzt gibt es halt zum Beispiel Parkplätze und dann gibt es keine Parkplätze mehr. Boom. Ja, das kann man nicht einfach so machen, weil da gibt es noch sehr viele Bürger, die sagen, ich will meinen Parkplatz haben. Ja? Da muss man diskutieren, da muss man vor Ort gehen, muss man die Leute einladen, muss man Workshops machen. Wir haben da verschiedene Methoden versucht. Ja? Und auf einmal kommen wir drauf, ja, ich bin ein Ingenieur von der Ausbildung, ich brauche da jetzt eine Moderation. Wir haben sich eine Kultur- und Sozialanthropologin geleistet im Projekt. Da wird uns hier den Workshop moderiert. Ja? Weil es ist immer wichtiger, diese interdisziplinäre Herangehensweise. Technisch wissen wir alles, aber wie sagen dann die Leute, ja, dieses Narrativ A, das, da wollen wir hin, was heißt das, Vorteile, Nachteile. Und so wie es jetzt ist, es hat aber Leute gegeben, die haben gesagt, nein, eine Stadt muss so ausschauen, weil ich will in der Stadt wohnen und ich will meinen Parkplatz haben. Das ist nicht so, dass alle schreien, hurra, keine Parkplätze mehr und keine Infrastruktur. Das heißt, da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten. Aber das Glück, das Sie haben, ja, dass wir auf der BOKU zu diesem Schlagwort wassersensible Stadtgestaltung, um das geht es im Endeffekt, ja, natürlich ist das wichtigste Studium unbedingt Ingenieurwissenschaften, ja, für das stehe ich natürlich da, wir in der Fachstudienarbeitsgruppe. Aber wir haben so angrenzende, das Umwelt-Bioressourcenmanagement und die Landschaftsplaner und Landschaftsarchitekten, mit denen wir gemeinsam forschen. Die ganze Forschung in dem Bereich machen wir schon seit
20er jetzt mit dem Institut für Ingenieurbiologie zum Beispiel, die kümmern sich um die Vegetation, um die ganzen Substrate etc. Also in der Forschung arbeitet man nur mehr interdisziplinär. Wir müssen es in der Lehre umsetzen, das heißt, und wir müssen es in der Gesellschaft umsetzen. Und im Planungsprozess ist es wichtig, ja, dass die unterschiedlichen Experten miteinander reden, ja, dass sie die kommunizieren, dass die gemeinsam an dieser Lösung arbeiten. Nur gemeinsam wird das gehen, unter dem Schlagwort wassersensible Stadtgestaltung. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und es gibt noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Dankeschön. So, noch immer nicht? Ja? Diese grüne Fläche und grüne Fassaden, ja? Wo würden die abschließen? Weil das versickert ja nicht irgendwie, muss irgendwo ins Grundwasser kommen, vom Dach kommt es ja nicht ins Grundwasser. Bei einem extensiven Gründach, das staut ein paar Millimeter an und dann gibt es einen Überlauf in die Dachrinne und dann kommt es davon an, geht die Dachrinne jetzt dann in einen Kanal oder wird es dann versickert. Das heißt, ich kann diese ganzen Komponenten miteinander koppeln. Ja? Und das ist oft auch gescheit, weil ein intensives Gründach zum Beispiel, was heißt intensiv? Ich habe 30 cm Substrat, es wachsen sogar Bäume drauf, wie man aus dem Foto gesehen hat. Wenn ich da Bohrenvolumen von 25% noch habe, kann ich 100-jährige Regen speichern. Jetzt kann ich aber auch das auf einer Gewerbehalle nicht machen, weil es so viel Gewicht ist, dass die Tragfähigkeit nicht geht. Bei Gewerbehallen, bei großen Dächern, machen wir deswegen eine extensive und da gibt es bei jedem kleineren Regen schon einen Überlauf. Aber den Überlauf muss ich nicht in den Kanal, den kann ich wieder vor Ort in der Versickerung zum Beispiel leiten. Damit wird die Versickerung kleiner, weil ich oben schon eine Retention habe. Das heißt, die ganzen hydraulischen Prozesse der Speicherung, Wellendämpfung etc., kann man da berücksichtigen und dann koppeln. Ja? Würde es sich dann dabei auch um Grauwasser handeln? Bei so grünen Fassaden, da hat man, wir haben ein Forschungsbäcker laufen, eigentlich abgeschlossen, wo wir vermehrt schauen, ob wir das Grauwasser, wo ja auch Nährstoffe drin sind, ja, über diese grauen Fassaden versickern lassen und dann dieses gereinigte Grauwasser, zum Beispiel wieder über die Klospülung und über die Klospülung dann in den Kanal. Ja? Wenn es bodengebundene Fassaden sind, die brauchen normalerweise keine Bewässerung, aber bei neuen Häusern sind es meistens nicht bodengebundene, sondern in irgendwelche großen Blumentöpfe oder halt so Dingsbums. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Ja. Im Anbau von zum Beispiel einer Dachvegetation, die wenn es dann so aussieht, dass es auch alles verbindet oder dass man das Sehr guter Punkt. Ja, so eine Fassade muss nicht, hat eine andere Wartung und eine andere Pflege als einfach eine ganz normale Fassade. Ja? Und in Villach haben wir ein Forschungsprojekt, wo wir das Glück haben mit einem Bauträger, da wissen wir schon, wer die zukünftigen Bewohner sind. Ja? Und dort gibt es einen partizipativen Prozess, dass die Bewohner in der Planung der Häuser mitgestalten können, welche Art von blaugrüner Infrastruktur sie wollen, damit die dann auch das Ganze warten. Und mit dem auch sorgfältig umgehen. Ja? Das muss ja weiter ein Ausdenken, also die 20, 30 Jahre für die nächste oder übernächste Generation. Genau. Welche Nutzungsdauern hat das? Wie schaut das in 20 Jahren aus? Muss ich da mal neu bepflanzen etc.? Welche Kosten fallen da wieder an? Wer trägt die Kosten? Ja? Darum so wichtig, ja? Nicht einfach als Techniker, als Ingenieur sagen, das machen wir, das ist gut, ja, und wer das dann betreut etc. Nein. Genau um die Fragen geht es. Ja? Also das mit allen Akteuren und vor allem mit den Bürgern. Ja? Letztendlich langfristig ist es sicher nachhaltig, ökonomisch, ökologisch und sozial, ja, wenn man alle externalen Kosten mit einrechnet. Derzeit sind solche Projekte meistens einfach teurer wie ein normales Haus und die Abwasserbeseitigung oder Regenwasserbeseitigung ist viel zu billig. Ja, das heißt, rein für die Kosten her ist selten das Glück, dass sich das rentiert. Da müssen wir natürlich auch noch viel machen, ja, dass wir hier auch diese Dinge, die Rahmenbedingungen ein bisschen verschieben. Aber Betrieb und Wartung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Noch Fragen? Wolfgang? Hallo Thomas. Ich komme gerade aus einer Vorlesung und habe gesehen, dass er Vorlesung hat und immer doch gesetzt wird. Nach 30 Jahren ist wieder mal in der Vorlesung. Wieder meine Frage: ja? Schwammstadtprinzip. Ja. Oberbau einer Straße muss ja tunlichst vom Wasser freigehalten. Ja. Wie vermeidet man, dass das Wasser in die Frostschutzschichten des Oberbaus sickert, wenn es daneben in die
Ja, neben den Gebäuden und den Kellerfundamenten, die wollen wir natürlich von Wasser frei haben, ist die andere Seite der Verkehrsplaner, ist natürlich das Schwarmstadtprinzip, das will sogar unter die Straßen rein, nicht nur neben der Straße. Es gibt in Amsterdam ein großes Projekt, wo man mehr oder weniger unter dem Straßenaufbau so diese Plastikkisten gemacht hat mit irrsinnig viel Regenwasserspeicher. Ja? Und natürlich muss man schauen, dass sozusagen hier die Straße unter diesem Wasserandrang nicht leidet. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja? Aber man muss natürlich da, teilweise wird mit Folien gearbeitet, glaube ich, teilweise wird irgendwo abgedichtet. Also das ist auch die große Kritik, oder auch sehr viele Straßenverwalter lassen sozusagen unterm Straßenkopf auch niemanden rein. Und schon gar keine Baumwurzeln, die irgendwann einmal vielleicht mal wachsen. Ja? Weil das sind natürlich dynamische Systeme, ja? Aber das sind die Diskussionen, die wir haben. Und dieses Schwammstadtprinzip, ja, wo ich irrsinnig viel unterirdischen Raum brauche. Wieso braucht man unterirdisch so viel Raum? Weil wenn ich oben einen großen Baum habe, wie brauche ich unterirdisch das Gleiche, was ich für die Krone brauche, brauche ich unten als Wurzelraum. Das habe ich in der Stadt nicht. Normalerweise. Ja. Und schon gar nicht nachträglich. Wenn ich bestehende Straßen habe, mit meinen Wurzeln unter die Straßen rein, wirst du sagen, ne, wie, wolltest du das machen? Ja, geht auch nicht so einfach. Aber das ist eine ganz wichtige Frage, du hast recht, ja. Und darum war auch bei unserem Projekt einer der wesentlichen Partner die Straßenverwaltung Wiens. Ja? Die tun nicht geschaut haben, dass da ihre Straßenaufbauten nicht gestört werden von dem Wasser, das wir versickern. Ja? Und das ist ein Diskussionsprozess, der wesentlich wichtig ist. Ja? Und den wir halt gemeinschaftlich nur, ja, also so Projekte brauchen auch dann eine gewisse Vorlaufzeit und ja. Und in Berlin bei Tourinbauern. Man braucht auch für den Mund, dass man irgendwelche Maßnahmen setzt, die nicht vielleicht nicht funktionieren. Ja. Und dann gewisse Nachteile haben, an die man vorher nicht gedacht hat. Aber so entwickelt sich auch sicher das ganze System langsam wieder rein. Ja, und das Wichtige ist ja, dass man Projekte macht, die einmal in die Hosen gehen, damit man weiß, dass das nicht funktioniert und das dokumentiert und möglichst auch publiziert, damit nicht 10 andere den gleichen Fehler machen. Ja. Da müssen wir Wissenschaftler noch daran arbeiten, weil wir wollen immer nur die erfolgreichen Dinge publizieren und nicht das, was in die Hosen gegangen ist. Ne? Aber das war extrem wichtig. Also nicht scheuen, und ich sage immer bei studentischen Arbeiten, Bachelor-Thesis, Master-Thesis, wir machen eine These. Und wenn Sie beweisen mit Ihrer Arbeit, dass die These nicht stimmt, dann ist das auch ein Beweis. Und die Arbeit kriegt auch trotzdem einen sehr gut. Das heißt, ja, nicht versuchen, Ergebnisse hinzubiegen, dass das, was sich der Professor einbildet, ja, rauskommt. Nein, bitte nicht. Ja? Sondern im Gegenteil, dem Professor beweisen, dass er Unrecht hat und das gut dokumentieren. Weil dann werden es zukünftige Mitarbeiter bei mir. Weil die, die mit mir streiten und diskutieren, die holen wir dann als Mitarbeiter, weil der da lernt noch was davon. Ne? Also da, mit dem muss man reingehen. Das ist ja das Interessante. Ja, ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen begeistern können. Gehen Sie gleich raus und inskribieren Sie Umweltingenieurwissenschaften bitte. Ne? Und wir sehen uns dann demnächst. Dankeschön. Danke.